Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, zuletzt bin ich wieder auf dem Flohmarkt unterwegs gewesen, habe ein bisschen was gesucht, tatsächlich habe ich es gefunden. Kommt ja nicht selten vor, ja, genau. Tatsächlich auch passend zum Shirt, passend hier zu unserem kleinen Freundchen. Star Wars Klamotten, kein Spielzeug, keine Sorge. Davon habe ich, glaube ich, genug, das reicht hier, die zwei, drei Teile. Gut, tatsächlich VHS. Ja, ich hatte mir ja vor einiger Zeit dann hier und da mal so eine DVD-Box gekauft. Die Blu-ray-Klamotten habe ich sowieso alle hier stehen. Dann hat er mal gesagt, ja, wenn ich mal was Schönes finde, es gibt da so eine schöne goldschwarze Box, VHS-mäßig von Star Wars. Fast habe ich es gefunden. Und zwar habe ich hier eigentlich hier so die kleine, die gibt es, glaube ich, noch ein bisschen größer, wenn ich mich nicht vertue. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte ich die tatsächlich gefunden. Das ist ein reines Deko. Ja, reines Deko-Teil tatsächlich. Hier ist sogar noch dieses spezielle Star Wars Beilagenheft, Büchlein bei, wo diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, Püppchen, Figuren, Spielzeug mit abgebildet ist. Und noch was zu den Filmen, klar. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob sie alle zurückgespult sind. Das ist aber in dem Moment jetzt auch nicht wirklich relevant, da ich auch kein eigenes VHS-Gerät mehr mein eigen nennen kann. Von daher ist das, wie gesagt, ein reines Dekoteil. Upsala. Ist es ein reines Dekoteil. Ich dachte, das ist nett. Ja, habe ich jetzt bezahlt, ich glaube 4 Euro oder so. Und es ist tatsächlich eins, ich habe oftmals die Dinger stehen gelassen, weil die mir zu abgeranzt waren. Und das sieht eigentlich wirklich auch noch akzeptabel aus. Zudem auch noch vollständig. Ja, gleichfalls derselbe Flohmarkt, irgendwie ein paar Stände weiter, habe ich nochmal im Prinzip ja dasselbe gefunden. Allerdings in einer etwas anderen Variante. Das sind auch VHS-Kassetten. Und zwar hier mit so einem Schüberchen und dann vorne auch und hinten dann dementsprechend andere Motive drauf. Einmal so und einmal so. Kannst du ja auch so, wie es hinstellst. Ist egal. Ja, eben auch nochmal auf VHS. Das ist auch nochmal ein Deko-Teil, war jetzt so gar nicht beabsichtigt. Die haben hier die einzelnen Filme dann eben nochmal in so Pappschubern drin. Falls es jemand interessiert, wie eine VHS-Kassette aussieht, das ist eine VHS-Kassette. Ja. Ja, genau. Ich konnte dann tatsächlich nicht widerstehen, beide mitzunehmen. Tatsächlich wollten die für diese Box hier noch, warte, hat sie es dann aufgerufen, 12 Euro wollte sie haben? Nee, ich sag vielen lieben Dank. Und habe sie dann runtergehandelt, auch auf 4 Euro. So habe ich dann für jede Box jetzt 4 Euro bezahlt. Es sind Dekoteile. Ich finde es gut. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, naja, Leute, ja, ist halt so. Soll man machen, ja? Wird also ein bisschen eng in meinem Star Wars Regal. Müssen wir mal so ein bisschen zusammenschieben. Da müssen die einzelnen Teile mal so ein bisschen zusammenrücken, Platz machen für die neuen Klamotten oder nee, ein zweites Star Wars Regal mache ich nicht. Nein, 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 nein. So, weiter geht's. DVD noch gefunden, Jim Carrey Filmchen, gibt es glaube ich gar keine Blu-ray von. Und zwar Mr. Poppers Pinguine. Pinguins, Pinguine. Ja, so ein Familiending, ne? FSK 0. Brauche ich jetzt auch nicht groß über den Inhalt erzählen. Vermute ich mal. Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen, weil er mich, ja, wie soll ich sagen, nicht sonderlich interessiert hat. Aber ich habe jetzt nochmal eine ganze Menge Zeug von ihm hier auch stehen und den eben nicht, weil es da keine Blu-ray von gibt. Und der jetzt noch rumdacht, dachte ich, ja komm, nimmst du mit, guckst du bei Zeiten mal rein. Muss ich sagen, der kommt jetzt auch nicht ganz oben auf meinen noch zu sichtenden Stapel. Ein bisschen DVD habe ich noch, dann kommen die Blu-rays. Keine Sorge. Ein weiteres Teil. Ja, ich muss es sagen, ist so, das ist auch nur Deko-Kram. Ich habe den Film schon mehrfach hier stehen, in verschiedenen DVD-Varianten, auf Blu-ray und ja, Dune, ja, dieses 80er-Jahre-Filmchen hatte ich hier in dieser Paradise Edition, hatte ich tatsächlich noch nicht und die sah so super aus, da ist eigentlich, also auch auf dem, an dem Schuber, war nichts dran oder ist nichts dran. Hier ist sogar noch das Begleitheftchen mit drin. Ja, ist also komplett. Jetzt fehlt eine DVD. Nee, doch nicht. Ist komplett. Konnte ich nicht stehen lassen.
Ich finde den Film klasse. Ich fand den, ich habe ihn eigentlich immer gut gefunden. Wobei ich die Bücher nie gelesen habe, aber. Mir hat der Film immer gut gefallen. Ich habe ihn auch schon zigmal geguckt. Die Neuverfilmung, habe bis jetzt einmal geguckt. Kommt ja der nächste, der zweite Teil, auf Scheibe raus. Dann werde ich mir den natürlich auch holen. Und Dune 2 ist tatsächlich einer der wenigen Titel, wenn er denn rauskommt, werde ich mir auch den zum VÖ-Preis besorgen müssen. Nein, aber den möchte ich dann schon zügig sehen. Gut, also das auch, ich sage jetzt mal reines Deko-Teil, fand ich halt schick. Auch irgendwie nur ein Euro oder sowas. Ja. So, das letzte DVD-Exemplar, was ich hier habe, fehlte mir. Klar, sonst hätte ich es ja nicht gekauft. Ja doch, okay, wenn mir irgendwas nicht fehlt, dann kaufe ich es auch schon mal. Ich sehe gerade, hier ist noch was drin. Das hat sich verklemmt. Das kriegen wir ganz schnell wieder hin. Und zwar von der Serie 24 fehlte mir noch die 8. Staffel. Die habe ich jetzt hier auch auf dem Flohmarkt gefunden. Erstaunlicherweise durfte ich sie einzeln kaufen, weil er hatte da, oder ja, der Stand hatte da alle möglichen Staffeln liegen. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt will er das wieder nur komplett verkaufen. Aber nein, er hat sich auch einzig und allein von der 8. Staffel getrennt. Ja, okay, er hat es gemacht. Jetzt muss er selber sehen, wie er das andere Zeug loskriegt, wenn die letzte Staffel fehlt. Auf jeden Fall ist hier auch noch das Büchlein mit bei, ist also auch komplett. Bezahlt habe ich dafür 3 oder 4 Euro, glaube ich. Hier steht 3 Euro drauf, aber das wollte er, das war glaube ich nicht, ich glaube 4 Euro habe ich bezahlt. Ja gut, auf jeden Fall, 24, die Serie kann ich nur jedem empfehlen, wer sie noch nicht kennt. Die hat ganz hohes Suchtpotenzial. Ne? Wenn man die anfängt zu gucken, kann man eigentlich nicht mehr aufhören. Da ist glaube ich, Binge-Watching erfunden worden mit der Serie. Dann haben wir hier Blu-rays, tatsächlich Blu-rays, eine ganze Reihe. Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman und. Der Film Boston. Ja, es beruht auf einer wahren Begebenheit, Erzählungen und sowas. 2000, schlag mich tot, wann war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier Boston Marathon. In Amerika dieses Bombenattentat. Zwei Dinger sind da hochgegangen. Wird hier nacherzählt. Hauptsächlich quasi die Fahndung nach den tatsächlichen Bombenlegern wird hier erzählt. Ich mag ja eben Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen oder denen nachempfunden sind, irgendwie angelehnt sind. Das ist aber wirklich, es ist erstaunlich. Also ich für meinen Teil hatte es so in Erinnerung, ja, ist ja gut. Ich hatte es so in Erinnerung, dass man das halt eben mitgekriegt hat damals, Boston Marathon, Bomben hochgegangen. Und dann ist das so, eigentlich so eine Nachricht bei uns hier in Deutschland, zumindest habe ich mich so dran erinnern können, dass man dann so nach ein, zwei Tagen war das Ding aus den Augen, aus dem Sinn, hat man nie wieder was von gehört. Und das, was hier tatsächlich abgelaufen ist in Boston, auch wie die Täter gesucht haben und letztendlich auch irgendwie gefunden haben, das ist jetzt kein Spoiler, das weiß man ja eigentlich vorher, war ich doch erstaunt, das mitzukriegen, dass das tatsächlich so gelaufen ist, wie hier in dem Film beschrieben. Wir kämpfen in einem Krieg, gut gegen Böse. Sie kommen in Watertown! Wir jagen sie, fangen sie. Ich glaube nicht, dass die gewinnen können. Wer so auf reine Nacherzählungen einer Geschichte steht, Boston, hat mir gut gefallen. Das nächste habe ich hier, und zwar ein französisches Filmchen, nennt sich Bad Cops, möchte so eine Actionkomödie sein. Ja, so Buddy-Movie-mäßig. Hinten steht drauf, ein Film, der wirklich Spaß macht. Nein, gar nicht. Ach Gott, nee, hier steht noch drauf, actionreicher und komischer Buddy-Action-Movie. Gar nicht. Du hast die Leutchen da drin sind unsympathisch tatsächlich. Also hier von diesem Polizisten-Duo, der eine ist irgendwie ein bisschen dümmlich, mag er jetzt noch gehen. Der andere ist aber einfach nur unsympathisch, ne? Ätzend und ach, den habe ich, glaube ich, nach einer halben Stunde
halbe Stunde, 40 Minuten habe ich den ausgemacht. Ne? Die Frau hatte mir auch schon komisch angeguckt zwischendurch und sagte, wie lange willst du den Müll denn nur angucken? Ja, ich sag, komm, gib ihm noch ein bisschen. Und dann war aber auch bei mir irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, was Müll, der macht keinen Spaß. Weil die Leutchen, die Charaktere in dem Film, kommen auch nicht gut rüber. Nee. Und die Geschichte, ach komm. Was Asiatisches. Ich glaube, Koreanisch oder Chinesisch. Ja, Glauben ist halt immer so eine Sache. Sniper, Tiger Unit, also so Scharfschützengeschichte da irgendwo, hat mich jetzt interessiert im Sinne von Titel und es wird Asiatisches. Und mit Sniper-Gedöne kann ja auch schon mal sehr interessant sein. Muss man noch gucken, ob das auch was wird. Weiß ich nicht. So, hier wieder was kriegsfilmmäßig. Hacksaw Ridge habe ich auch noch nicht gesehen. Ist auch eine wahre Geschichte, ne, von einem Typ, so Vietnamkriegmäßig, der eigentlich sagt, ja, nee, ich möchte zur Armee, ich möchte da dienen oder so, will aber keine Waffe in die Hand nehmen. Das bereitet ihm so ein bisschen Probleme und kommt dann letztendlich doch, weil er ist sehr starrsinnig und durchsetzungsstark, seine Art und Weise wohl, und wird dann so medizinisch mäßig da eingesetzt, als Sanitäter oder sowas ist das, und darf tatsächlich dann in den Krieg ziehen ohne Waffe. Ja? Ist auch eine wahre Geschichte, so wie ich gesehen habe. Also gesehen, den Film habe ich noch nicht gesehen, aber das, was ich so gelesen habe über den Film, soll ja wohl auch sehr gut sein. Ja, auch bekannte Darsteller drin. Hilf mir, du musst mir vertrauen. Wehe, du kommst nicht zu mir zurück. Bitte, oh Herr, hilf mir noch einen zu retten. Hilf mir noch einen zu retten. Ja, hier ist auch das ist Science Fiction. Er hat auch schon ein paar Jährchen drauf, der Film. Ich habe ihn nie geguckt, weil ich war mir nicht so ganz sicher. Jetzt habe ich ihn auf dem Flohmarkt gefunden für kleines Geld aus Russland, der Film Attraction. Gibt es ja auch einen zweiten Teil von. Schwierig, also, ach nee, das ist mehr so, ach nee, hat mir also, nee. Eigentlich nicht. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht scharf auf den zweiten Teil, muss ich sagen. Googelt euch einen Trailer, ja, so ein Raumschiff stürzt ab in Russland und wie die dann damit umgehen. Bisschen Drama mit drin und so und das ist ein bisschen klein alles. Hat mir nicht so gut gefallen. Ja, die Geschichte war wirklich so klein. Nee, nein. Aber gut. Dann habe ich hier ein Experiment gewagt. Klar, wenn du nicht viel Geld ausgeben musst, ist halt Experiment nicht sonderlich waghalsig, aber Will Ferrell und Galifianakis oder wie der heißt. Meine Fresse, ey. Der hätte sich ja mal echt einen Künstlernamen aussuchen können, oder nicht? Naja, wie auch immer. Wie heißt er denn jetzt, der Film? Die Qual der Wahl habe ich mir geholt mit Will Ferrell und Zach sowieso. Der Typ aus Hangover, sage ich immer. Ja, eigentlich zwei Leutchen, die zu einer Senatorenwahl antreten in einem Staat in Amerika und ziemlich gegensätzlich sind, sich versuchen gegenseitig fertig zu machen. Tatsächlich muss ich sagen, im Will Ferrell mag ich ja eigentlich eher selten, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Und dieser Film gehört jetzt tatsächlich mit zu den Ausnahmen, wo ich sage, das ist ein Film, wo Will Ferrell mitspielt, einen Hauptcharakter mimt. Und der Film witzig war. Ja, also da sind schon echt ein paar tolle Sachen drin, wie die sich gegenseitig versuchen, den Rang abzulaufen. Ich weigere mich zu verlieren und ich werde gewinnen! Woo! Dieser Kerl hat Kampfgeist! Marty Huggins, was haben Sie da? Ist das eine Armbrust? Oh! Black Hawk Down! Gentlemen, wir müssen ein paar Babys küssen. Dieses Baby küsse ich. Weg da! Iron Sky. Brauche ich nichts zu sagen. Habe ich hier gar nicht stehen gehabt. Jetzt die Blu-ray, ich denke, komm, mitnehmen. Das ist irgendwie noch so ein super Extended Director's Cut. Ich fand den witzig. Ja. Das nächste ist ein Upgrade von DVD auf Blu-ray. Tatsächlich habe ich dann die DVD, hatte ich schon länger hier stehen, habe sie mir letztens angeguckt und der Film hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Und dementsprechend habe ich den jetzt auch upgegradet auf Blu-ray, und zwar Haywire. Haywire. Ich würde auch fliehen. Ist tatsächlich nicht so gut, wie ich jetzt eigentlich eher gedacht hätte, als ich Steven Soderbergh gelesen habe. Aber der Film ist eigentlich ja so ein Action-Thriller, kann man sagen. Ging ganz gut. Deshalb ein Upgrade. Des Weiteren mag ich ja so Autofilmchen und sowas. Dann habe ich mir jetzt einen besorgt. Ja, den hatte ich hier schon länger stehen, aber nur in so einer TV-Movie-Krüssel-Krüssel-Ausgabe. Und zwar von den Machern von Transporter 1 bis 3, und zwar der Film Go Fast. Auch eine französische Komödie. Französischer Auto-Action-Filmchen, geht um Drogen. Ja, so viel Auto-Action ist jetzt auch nicht drin, aber für mich ausreichend schon. Auch den Titel darf es ruhig dann, ja, das passt schon. Lieferung heute Abend nach Frankreich. Ey, Telefono! Ey, Telefono! Brems! Brems! Brems, brems! Das fand ich witzig, dass ich den gefunden habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Film überhaupt noch mal irgendwo zu fassen kriege. Aber das ist fein, dann kann nämlich eine weitere TV-Movie Schlag mich tot Edition da weg. Ja, das ist auch so ein Ding. 10 Cloverfield Lane habe ich jetzt auf Blu-ray hier. Den Film kannte ich. Ich hatte ihn auch ebenfalls gar nicht hier stehen. 10 Cloverfield Lane. Spannender Mystery Thriller. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eigentlich ist es auch ein Kammerspiel. Ne? Kammerspiel mit, ich weiß nicht, 3 Leuten waren es, glaube ich. 3 oder 4. Ich meine 3. Ne, 3. Kammerspiel mit 3 Leuten eigentlich. Cool. Angelehnt an den Film Cloverfield. Googelt das mal, wenn ihr das nicht kennt. Glaubst aber nicht. Der hat mir auch gut gefallen. Von daher durfte der jetzt auch mit einziehen. Das nächste eine Komödie. James Franco, Bryan Cranston, Why Him? Ist im Prinzip, klar, er spielt den Vater. Seine Tochter hat dann irgendwie einen neuen Freund oder so. Und der neue Freund lädt dann ein zur Weihnachtsfeier. War das Weihnachten? Ich meine, es wäre Weihnachten gewesen. Spielt überhaupt keine Rolle, zu irgendeiner Feier. Und es stellt sich dann heraus, dass der Freund seiner Tochter tierisch viel Kohle hat. Und dementsprechend spielt er auch so ein bisschen abgedreht oder so. James Franco macht das ganz witzig. Bryan Cranston, der kann ja auch sowieso witzig sein, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Weihnachten werde ich Steph fragen, ob sie mich heiratet. Und ich möchte gern deinen Segen haben. Ja? Nein. Gib mir ein paar Tage, dann habe ich dich überzeugt. Heiligabend wirst du Sohn zu mir sagen. Und ich werde Dad zu dir sagen. Ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke schon, Dad. Nein, ich denke nicht. Dad, ich denke schon. Hör auf. Was denn, Dad? Das, hör auf damit. Dad, wovon redest du bitte? Der Film hat Spaß gemacht. Der war eigentlich ganz witzig, zumal da jetzt nicht so übermäßig viel von diesem Pipi-Kaka-Humor unter der Gürtellinie Spaß war. Hat er mir deutlich besser gefallen als so manch andere amerikanische Komödie vielleicht. Ja, FSK 12, ja doch, sind so ein paar Zoten drin, wo du sagst, ja komm, okay, das ist erlaubt, aber hält sich in Grenzen. Weiterfindig geworden, Jackie Chan, Pierce Brosnan, The Foreigner. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe den Film, ich hatte den mal irgendwo auf einem Film als Trailer drauf, so rum wollte ich sagen. Ist uns immer einen Schritt voraus. Machen Sie auf. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Rache ist manchmal die einzige Gerechtigkeit. Ja, da schauen wir mal, was es damit auf sich hat und was das wird. Gleichfalls jetzt auch noch ein Filmchen, den ich noch gar nicht gesehen habe, mit Daniel Radcliffe. Ungekürzte Fassung steht noch drauf, Die Frau in Schwarz. Trailer habe ich gesehen, ja, so ein, sagen wir mal, Grusel-Wusel-Dingen ist das wohl. FSK 16, ja, da dürfen euch gern ein, zwei Jumpscares bei sein, habe ich nichts gegen. Aber Daniel Radcliffe, ja doch, ich denke mal schon, den kann man mittlerweile, auch wenn der Film schon ein bisschen älter ist, ja, ich weiß,
habe ich den doch eigentlich ganz gerne in Filmen, abseits von Harry Potter. Ja, absolute Hochspannung. Ja, ich bin gespannt. Lass mich überraschen, die Frau in Schwarz. Alles klar. So, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas abzugeben habt zu irgendeinem Filmchen. Ja gut, eigentlich sind das alles mehr oder weniger bekannte Sachen, ne? Obwohl jetzt hier so Go Fast nicht, hey, war ja vielleicht nicht, aber der Rest, den sollte man eigentlich, könnte man hier und da schon mal was von gehört haben. Falls nicht, hoffe ich euch hier und da vielleicht eine kleine Anregung gegeben zu haben. Ich räume jetzt weg. Ich muss mal gucken, wie ich das mit meinem Star Wars Regal regel. Das ist echt voll. Und ich muss aufhören, Deko-Zeug zu kaufen. Ja, dann bin ich durch. Lasst mir gerne ein Däumchen da, einen Kommentar und sowas. Ich bin jetzt durch. Ich bin jetzt echt durch. Oh, ein langer Tag. Ja? Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut zusammen. Bis dann. Ciao. Ach je.